Um Kundendaten aus dem System zu selektieren, gibt es den Menüpunkt Verwaltung Filterassistenten. In diesem Menüpunkt, der in drei Bereiche aufgeteilt ist, werden im oberen Drittel alle Datenbankfelder zur Verfügung gestellt, auf denen wir Filterungen vornehmen können. Im mittleren Bereich werden die Bedingungen definiert, welche Kunden wir alle sehen möchten. Und im unteren Drittel wird die Liste aufgebaut, in der wir nachher unsere Kundendatensätze angezeigt bekommen werden. Man kann sich den unteren Bereich dahingehend vorstellen, wie den Aufbau einer Excel-Tabelle mit den von uns zu definierenden Spaltenüberschriften. Wir definieren uns jetzt eine Liste, indem wir aus dem oberen Drittel einfach auf einen Feldnamen heraufklicken, die Maus gedrückt lassen und das Feld unten auf dem Wort Liste fallen lassen. Indem wir uns das Feld Firma in das untere Drittel gezogen haben, erscheinen dort standardmäßig noch die Felder Vorname und Name. Zusätzlich ziehen wir uns das Feld Anrede in die Liste hinein und haben damit schon unsere erste einfache Liste definiert. Jetzt müssen wir nur noch definieren, welche Kunden in dieser Liste angezeigt werden sollen. Dazu ziehen wir uns zum Beispiel das Feld Anrede mit in die Liste hinein und definieren jetzt, dass wir nur alle die Kunden sehen wollen, wo die Anrede gleich, und hier trägt man jetzt per Hand ein, Herr ist. Indem wir auf das Feld Filter testen raufklicken, werden uns im unteren Bereich 7294 Kunden angezeigt, auf die dieses Kriterium hier oben drauf zutrifft. Geben wir dort jetzt ein Anrede gleich Frau und wir testen, wie viele Datensätze dabei herauskommen, dann sehen wir, dass es in diesem Falle nur noch 3752 Datensätze sind. Wollen wir nun alle Privatkunden in der Liste dort unten angezeigt bekommen, dann müssen wir hier einen anderen mathematischen Operator auswählen und sagen, dass wir alle Kunden sehen wollen, wo die Anrede ungleich Firma ist. Damit definieren wir also, dass wir alle Kunden sehen wollen, wo die Anrede entweder Herr oder Frau ist. Per Klick auf Filter testen sehen wir, dass es in diesem Fall 11.063 Kunden sind. Diese Liste können wir jetzt nach Belieben weiter verfeinern und weiter selektieren. Wir können zum Beispiel jetzt noch das Feld Geburtstag mit in die Liste hineinziehen und ziehen auch das Feld Geburtstag mit in die Bedingung mit rein. Und jetzt definieren wir, dass wir nur die Kunden sehen wollen, die nicht älter als 30 Jahre sind und eine Privatperson sind. Das erste Kriterium haben wir bereits durch die Anrede eingeschlossen und definieren jetzt nur noch, dass das Geburtsdatum größer sein soll als der 1.1.1977. Sprich, alle Personen, die nach dem 1.1.1977 geboren sind und damit im Umkehrschluss nicht älter als 30 Jahre sind. Per Klick auf Filter testen sehen wir im unteren Ergebnis, dass dies genau auf 334 Kunden zutrifft, mit denen man jetzt weiterarbeiten könnte. Die Selektionen sind aber nicht nur auf die Stammdatenfelder möglich, sondern wir können zusätzlich die Adressfelder, die Fahrzeugfelder, die Auftragsfelder, die Kontaktfelder und die selbst definierbaren Felder mit in die Bedingungen und in die Listenansichten mit einschließen. Ich nehme jetzt für eine weitere Selektion die beiden Bedingungen, die wir eben definiert haben, heraus und möchte mir jetzt einen Filter erstellen, der Fahrzeugdaten mit einbeschließt. Dazu ziehe ich mir das Feld Typ Modell, Kennzeichen, Datum EZ für Datum der Erstzulassung und den Kilometerstand nach unten in meine Liste. In der Definition, welche Kundendaten ich jetzt dort sehen möchte, ziehe ich mir das als erstes das Feld Typ Modell mit in die Bedingung rein. Ich gebe jetzt vor, dass ich alle
Corsa-Kunden unten in der Liste sehen möchte. Dazu steht hier Typ Modell gleich und wenn ich jetzt hier Corsa eintrage und auf Filter testen gehe, dann bekomme ich in meiner Liste hier unten 175 Kundendatensätze angezeigt. Allerdings wurden jetzt nur die Kundendatensätze herausgesucht, in deren Typ Modell wirklich nur Corsa steht. Sofern dort unter Umständen Corsa 1.0, Corsa Eco oder was auch immer steht, sind diese nicht von diesem Kriterium berücksichtigt worden. Dafür gibt es einen anderen Operator, nämlich ähnlich. Und mit ähnlich Corsa Sternchen selektiere ich alle Corsa-Fahrzeuge, wo auch etwas hinter dem Wort Corsa steht. Und jetzt sind es schon mehr geworden, nämlich 1250. Zusätzlich möchte ich nur die Corsa-Fahrzeuge sehen, deren Erstzulassungsdatum in einem bestimmten Datumsbereich liegt. Nämlich Datum der Erstzulassung soll zwischen dem 01.01.1998 und dem 31.12.2001 liegen. Wenn ich jetzt auf Filter testen gehe, sehe ich, dass dort noch 327 Kundenfahrzeuge übrig bleiben. Zusätzlich möchte ich eigentlich nur die Kunden anschreiben, die auch noch im tatsächlichen Kontakt mit mir sind. Dazu kann ich das Feld Letzter Besuch benutzen und definieren, dass ich nur die Kunden sehen möchte, deren letzter Besuch innerhalb der letzten beispielsweise anderthalb Jahre liegt. Ich also sage, das Datum des letzten Besuches vom Kundenfahrzeug soll größer sein als der 01.01.2006. Klicke ich jetzt auf Filter testen, dann bleiben in der unteren Liste noch 165 Kundenfahrzeuge übrig. Und als letzte Bedingung möchte ich jetzt noch definieren, dass ich nur die Fahrzeuge haben möchte, wo der Kilometerstand, und diesen ziehe ich jetzt auch wieder in die Bedingungen mit rein, der Kilometerstand also größer ist als 90.123, also als 90.000 Kilometer. Per Klick auf Filter testen sehe ich jetzt, dass noch 52 Kundenfahrzeuge übrig bleiben, auf die genau meine Kriterien drauf zutreffen. Zusätzlich möchte ich jetzt in der Liste noch den entsprechenden Kundenbetreuer sehen, ziehe mir den hier unten noch in die Liste mit rein. Und per Klick auf Filter testen habe ich mir jetzt meine Kundenliste mit den Fahrzeugen definiert, die ich genau sehen möchte. Um mit dieser Kundenselektion jetzt weiterzuarbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten. Um nur vorübergehend mit dieser Selektion zu arbeiten, kann ich per Klick auf temporärer Filter direkt weiterarbeiten. Möchte ich den Filter aber längerfristig abspeichern, scrolle ich im mittleren Bereich ein wenig nach unten und kann im Feld Name des Filters für diesen Filter einen Namen definieren. Wir geben ihm jetzt den Namen Corsa Baujahr 98 bis 2000. Per Klick auf Abspeichern wird der Filter direkt abgespeichert und wir gelangen in eine Listenansicht, wo wir genau all unsere Kundendatensätze untereinander sehen, in dem von uns definierten Format. Der Name des Filters erscheint hier oben in der Liste, Corsa Baujahr 98 bis 2000, und wir bekommen in dieser Liste die ersten 10 von insgesamt 52 Datensätze angezeigt, genau in dem Format, welches wir uns zu eben definiert haben.